So kamen die Großkreuzer. In unserem Landschleichertopf, denn bei Orten mit 2000 Einwohnern ist eigentlich Schluss. Und die Gemeinde mit der Autobahnzufahrt hat dieses Limit knapp unterboten. Doch auch sonst fällt Großkreuz ein bisschen aus dem Rahmen. Auf halber Strecke zwischen Potsdam und der Hafenstadt Brandenburg stellt der Ort sogar den Amtssitz für 5 weitere Gemeinden. Und das ist beileibe noch nicht alles. Das Dorf noch schläft, saust durch den Bahnhof von Großkreuz bereits der erste ICE. Seit die Strecke Berlin-Magdeburg elektrifiziert ist, haben die Gleise alles, was an die Vergangenheit erinnert, abgestreift. Auch wenn die schnellen Züge nur durchfahren und nach wie vor einzig die Regionalbahn hält, das Neue hat seinen Preis. Das alte Stellwerk wurde durch einen kleinen Elektrokasten ersetzt und das hat Folgen. Da werden die Züge also praktisch erscheinen auf Monitor in Magdeburg, wenn sie jetzt einlaufen, da wird alles also elektronisch verarbeitet, ob die Schranken geschlossen sind. Wir sehen überhaupt keinen Zug. Wir sehen nur die roten, die grünen und die gelben Striche da auf dem Monitor. Und das ist nervenaufreibend, aber das ist, hat nichts mehr damit zu tun, was wir eigentlich als Eisenbahn vielleicht begriffen haben. Ja. Dem Fortschritt hat sich zwar nicht jeder im Dorf verschrieben, doch das schnelle Fahren und der Verkehr spielen in Großkreuz eine wichtige Rolle. Mehrere Straßen kreuzen das Dorf und auch die B1 führt mitten durch den Ort. Das war ja mal früher die Handelsstraße gewesen, ja. Großkreuze hat das ganz früher geheißen hier, ja. Hier waren hier oben in dem Bereich, da haben früher die ersten Einwohner gelebt, da oben drauf. Das waren die ersten, da hat es mal angefangen. Das war hier alles Wald und Moor gewesen früher, wie hier geschrieben wird, ja, die ganze Chronik. Im 13. Jahrhundert oder wenn das war schon, ist das schon erwähnt worden hier. Fernab der lauten Straßen ist der historische Dorfkern noch immer erhalten. Dort, wo das alte Schloss steht, treffen Gegenwart und Vergangenheit aufeinander. 1756 erbaut, sah das alte Gemäuer viele Besitzer kommen und gehen. Heute ist es wieder bewohnt und die neue Schlossherrin ist eigentlich die alte. Mein Mann ist hier Mecklenburger, der hat hier nicht seine Wurzeln. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich noch Großkreuze kenne, auch aus meiner Generation. Und das waren damals Freundschaften und es waren nach 50 Jahren sofort wieder welche. Und das gebe ich zu, diese kleinen Säulen, die man hier findet, aus alter Zeit, die waren enorm hilfreich. Einen Teil ihrer Kindheit verbrachte Friederike von Müller, geborene von der Marwitz, hier im Havelland. Heute ist sie 66 Jahre und wagt zusammen mit ihrer Familie den Neuanfang auf dem Gut von Großkreuz. An einem Ort, der sich in 50 Jahren verändert hat und neben der Historie auch das bietet, was ein märkisches Dorf ausmacht, das mit 1800 Einwohnern schon fast keines mehr ist.